Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Division 2. Wieder mit dem Film. Und ja, in der letzten Folge haben wir es so richtig cool gehabt mit der Mission mit der Lomelong Island. Ja, was verpasst, wenn ihr das nicht gesehen habt. Weiter geht's heute auf jeden Fall mit dem. Oder voraus. Ui, ist das ein Plündern? Ja, damit geht's auch weiter. Fight. Mit dem Potomac Relief Camp, das war eigentlich so der Plan an der Sache. Aber, ja, wie jetzt gerade, es kann auch theoretisch mal irgendwie anders kommen, als es letztendlich geplant ist. Oh, da ist ein Dicker da vorne wieder. Ja. Boah, der ist aber, jetzt ist er weg. Ja, eben. Gut. Ja, genau, der Kontrollpunkt, den haben wir ja mit in der vorletzten Folge eingenommen. Das war ja dieser Taxifriedhof. Hier sind wir uns. Koffer. Elektronisches Gerät, wo? Was, wie, wer, wann? Das muss hier hinten liegen. Moment. Das liegt, glaube ich, hier unter der Brücke. Das ist ein Behälter und Kran. Ich gerade. So lang. Okay, das ist der Punkt. Wird mal der Behälter am Kran? Ah, da ganz hinten. Ah, da hinten, ja. Sehe es. Aber da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie runterkommen, oder? Ich frage mich, weil da unten ist, glaube ich, auch noch ein Behälter, ja. ein elektronisches Gerät. Ja, hier, ja, hier, hier. Ist das hier. Hier ist der Abgang. Genau. Runtergerutscht. Der Gegner da. Oh, hallo. Hallo Freunde. So. Von Kiste. Leute gepennt. Genau, da nehmen wir mit. Und da muss irgendwo auch ein elektronisches Gerät noch liegen. Ein Handy oder sowas. Ja, ja. Sie haben Angst vor uns. Das können wir gegen sie verwenden. Und die haben Sturmgewehre, die sie gegen uns verwenden können. Wir werden hier sterben, wenn wir nichts unternehmen. Ein Selbstmordkommando ist nicht wirklich eine Lösung des Problems. Wir können gewinnen, wenn wir sie überraschen. Es gibt nur noch eine Handvoll Wachen auf der Insel. Toll. Du bist auf ihrer Seite? Es gibt nur eine Seite. Und auf der stehen wir alle. Dafür haben die gesorgt. Ja. Okay. Ja, dann machen wir uns mal wieder auf. Da hoch. Moment, soll ich den Punkt finden? Da ist er. Wir wollen ja dieses Camp da mal uns genauer angucken. Moment, da geht's lang. Am Meter. Da war wieder Behälter, oder? Kann das sein? Oder sowas? Ja, hier vorne muss irgendwo was sein. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo das Ding liegt. Kann man jetzt irgendwie so ohne Probleme durch? Mit dem LKW, glaube ich, hier oben, ja. Und da rein. Uiuiui. Clever Girl. Oh, warum nicht? Hier ist auch noch so ein Behälter. Anderer noch. Munition, glaube ich. Ne, Reparaturkit. Warte mal, wo war das denn? Liegt das Ding denn? Hier ist er. Das war der erste von vier. In Foggy Bottom. Der liegt hinterm Baum. Mhm.
Also darf der hier. Ja. Ja, hab ich schon. Deswegen hat das nicht angezeigt. Naja, ich hab ihn halt jetzt gerade geholt, eben schnell. War nur Zufall, dass ich gesehen habe. Ich suche jetzt auch explizit nicht nach den Dingern, sondern. Ja, ich nehme sie halt dann, wenn sie. Wenn ich weiß, dass sie da sind. Ups. So. Aber dann muss halt um die Fertigkeiten. Weil hier liegt wieder. Ich scheint wohl auch ein Handy zu sein, ne? Auch dahinter? Weiß ich nicht, ich guck grad. Ich muss da nochmal dahinter. Sorry, das war jetzt auch einmal zwischendurch hier suchen. Aber ist das, oder könnte das Handy doch. Wird das Handy noch angezeigt, wenn das auch geborgen ist unten? Warte mal, das muss doch hier irgendwo. Hier ist noch ein. Karabiner. Ja, das liegt hier, in deinem Auto. Oh. In Ordnung, Leute. Fangen wir an. Wilson, ihr Bericht bitte. Jawohl, Sir. So schnell kann man nur vom Weg abkommen. Ja. Trupp ausgesendet, um Roosevelt Island zu versorgen und die Lage zu prüfen. Sie wurden in Küstennähe beschossen. Gab es Opfer? Alle sind tot. Verflucht. Und es gibt keinen Kontakt zu irgendwem auf der Insel? Seit den Aufständen nicht, Sir. Die Quarantäne war keine gute Idee. Die Frage ist, was jetzt? Irgendwelche Ideen? Da muss eine feindliche Gruppe auf der Insel operieren, die vermutlich die Macht übernommen hat. Wir sollten sie mit einer Patrouille am Fluss isolieren. Ich glaube, wir können das aussitzen. Also gut, setzen Sie das um. Sir, da wäre noch was? Eine Sache. Ridgway, Sir. Manche sagen, er und die anderen seien zu Unrecht angeklagt und verurteilt worden. Das ist Unsinn. Sie sollten das nur wissen, Sir. Ja, danke, Wilson. Wegtreten. Hm. Gut, das Handy ist geborgen. Ach, da, wie gesagt, suche ich nicht explizit danach, sondern, wie gesagt, wenn sie auftauchen. Wie so viel spielen. Ich habe in der Charta nie nach den Schätzen gesucht. Ich habe in Mafia suche ich nie nach diesen elektronischen Bauteilen. Nur wenn ich sie merke, oh, da liegen jetzt gerade mal 5 Stück oder so, dann sammle ich die Step by Step ein. Aber wie jetzt auch mit hier mit den Handys. Ne? Ja. Was das ist, was ist das denn? Aber bei Witcher so fatal. Nur mal schnell vom Weg abkommen. Die könnten schon länger hier stehen. Oh, da oben ist die Dicker auf jeden Fall. Aber die stehen hier nur zur Warnung, glaube ich. Irgendwie. Keine Ahnung. Nee, da oben ist eine Elite-Part. Oh ja. Hm? Oh ja, oh ja. Alle Gold. Alles goldene Gegner da oben. Sollen wir die holen? Das war auf jeden Fall eine Deckung bleiben. Das Goldene. Oh, der Dicke kommt. Waffe aufstellen. Da kommen sie zu nah. Ja, ist schon weg. Der Dick hat sie auch hinter sich. So viel zum Thema waren. Sie waren nicht so Elite. Ja. Also es war harmlos. Der erste war schon mit der Kugel weg und der zweite war schon Stufenaufstieg übrigens. Ja. Das ist Level 26. Hm. Gut, dass wir es gemacht haben. Mhm. So, ja, und wie gesagt, so viel zum Thema, einfach, wir machen mal ebenso. Guck mal, die Dinger sind weggedroppt. Siehst du? Ja. Die zwei, die gefesselt wurden. Ja, so viel zum Thema, wir machen mal eben kurz eine Mission. Deswegen sage ich immer dieses voraussichtlich. Das ist einfach... Selten vorhersehbar, was genau als nächstes passiert. Das ist in so vielen Spielen einfach so, dass einfach so viel Hauptmissionen und Sachen machen, wir sind noch von mir nichts. Oh, in Spider-Man war das genauso. Ja. Willst du mal eben kurz zur Hauptmission gehen? Oh, warte mal, da kommen noch, da sind Gegner und da sind noch Gegner und da sind auch noch Gegner, die dich ja noch abfacken wollen. Und hier sind auch noch Gegner, so 3 Stück. Klatsch, 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 alles weg. Das war einer, aber der ist jetzt.
Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Das sind aber noch nicht wir, oder? Das ist noch nicht der Camp. Das Camp. Ich nicht sagen, das wäre ein bisschen weit weg. Ich glaube, das ist da vorne rechts, oder? Und wenn sie gleich hinter uns stehen, dann wissen wir es. Na, ich habe aber nichts Rotes mehr auf der Karte oben. Also das ist. Nee. Kann das eigentlich nur dieser Teil sein? Ja, ich glaube, das ist es ein Kontrollpunkt, ja. Auch Territoriumskontrolle ist. Ja. Boah, hinter uns auch. Uiuiuiui. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Bist du da unten mit drin oder? Nee, ich mach das unter. Oh, warte mal. Ich glaube, sie schießen sich gerade da unten. Kann das sein, dass sie sich gerade da unten auch gegenseitig wegbrezeln? Ja, das sind zwei unterschiedliche Fraktionen. Okay. Ja, ne? Ah, die kommen hier die Brücke hochgelaufen, deswegen. Okay. Agent außer Gefecht. Ja, hier neben mir steht einer. Weil da war nämlich ein Gelber und der war auf einmal weg. Ja, der Dicke, den habe ich gerade noch. Oh, da steht noch ein Lila, ne? Der uns anvisiert. Ne, der läuft weg. Danke. Das ist ein Sunny, der da hinten. Der ist wichtig, der muss weg. Los, Kopf hoch. Von der Höhe, meinst du? Ja, hier unten ist nochmal so ein Plateau. Ja, cool, dann geht's. Bin auch gerade erschrocken. Ich würde sagen, bei der Höhe würde ich das eigentlich fast so ungern machen. Siehst du, die habe ich ein bisschen jetzt Energie gekostet. Ganz hinten sind auch noch... Oh, da ist ein goldener... Ist hier gerade ein Feind runtergedroppt oder sehe ich das gerade falsch? Doch, das sage ich doch. Der kam auch nochmal von oben einer hinterher. War aber nur rot, den habe ich schon. Dann boxen sich hier gerade. Geil. Ja. Zugangsschlüssel entdeckt. Oh, das ist einer, der uns Schaum hat. Da hatte. So, hier rechts ist auch noch was. Sind noch Gegner? Hier rechts bei mir. Eins. Tot. Tot. Auf 4 Level bin ich Höchstlevel. Yay. Yeah. Und dann fängt das Spiel jetzt richtig an. Oh. Tot. Warum gehört uns das Territorium dann nicht? Oh, ne, wir müssen die Kiste öffnen. Aua. Ja. Gut. Das ist. Da war das Ding hier gerade abgearbeitet? Nebenbei gerade so? Ja, ne? Mhm. Das heißt, der nächste. Oh, hier ist was zum Plündern. Damit. Keramik, ne? Naja. Das heißt, oh, braucht man noch. Gut, die Frage ist: Sollen wir zu einem Kontrollpunkt da oben gehen oder sollen wir da tatsächlich 300 Meter zu dem Camp gehen? Ach, wie gesagt, wir gehen zum Camp. Ich glaube, das könnte von der Entfernung etwa dasselbe sein. Ich guck mal gerade hier rein. Nee, okay. Die Frage ist, was. Das Absperrband und ich weiß nicht, was das ist, ein Spiegel oder was sind das hier, die hier dranhängen? Ja, irgendwie sieht das so ein bisschen. Strange aus. Ja, das ist mir sehr oft mittlerweile aufgefallen. Also, das scheint so ein Polizeiabsperrband zu sein oder so. Ich meine, so damit die Scharfschützen blenden, dass sich dann spiegelt, wie damals die CDs im Autospiegel.
Wobei da auch viele gesagt haben, diese CDs im Autospiegel helfen vor Blitzern. Nein, tun sie tatsächlich nicht. Also nee. Es ist tatsächlich ausgetestet worden, ob es funktioniert. Nein, es geht nicht. Klarlack bringt auch nichts auf dem Kennzeichen. Du fährst einfach nach Geschwindigkeit und ganz einfach. Ja, ich bin auch schon ein paar Mal genutzt worden. Das ist öfters mal so. Ich habe auch schon meinen Führerschein abgeben müssen, aber... naja. Gut, dann machen wir hier mal mit Plündern Nahrung. Nahrung immer gut. Ich brauche auch Nahrung. Deswegen werde ich nach der Folge hier mal einkaufen gehen. Also. Oh! Ja, auslöschen. Schön. Genau, machen wir gerade. Zack. Das wird nämlich quasi die letzte Folge werden, die wir zusammen heute zumindest aufnehmen. Dann haben wir 5 Folgen weg. Ja. Leisig. Genau. Ne? Was sind unsere? Ist das der Punkt? Schießen. Warte mal. Ja, doch, das ist. Ich hatte wohl doch, da wurde angezeigt, okay. Ich hoffe, das hört man nicht im Hintergrund, weil Hubschrauber und so. Doch. Hier fliegt nämlich gerade ein Hubschrauber über die Stadt. Keine Ahnung. Outcasts wurden in einem Auffanglager in der Nähe beobachtet, wie sie Blutbeutel in Kisten leerten. Was für ein Scheiß hier vorne sagen. Sie müssen sie aufhalten. Genau. Das Auffanglager untersuchen. Hier rein, ja. Jetzt rein. Ach, du bist da hinten noch. Ich bin jetzt einfach geradeaus weitergerannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Ein Handy, das hier noch rumliegt. Moment, ich muss Handy holen. Kann auf jeden Fall noch alte Handys zu sein, weil nämlich überall noch der Akku geht. Aber wir wissen, dass Menschen sterben und dass dieses Zeug das grüne Gift abtötet. Wie viele Tote wollen Sie verantworten, weil wir auf Testergebnisse warten, die wir nicht brauchen? Stopp. Okay. Gut, ich autorisiere es. Aber Gott steh uns bei, wenn das schief geht. Wir fangen übermorgen mit dem Sprühen an. Bis dahin kann sie ankündigen, dass es einen neuen Plan gibt gegen das grüne Gift und sich zum Helden machen. Und am Ende sage ich... Ich hab's ja gesagt. Ich hoffe, dass Sie die Gelegenheit bekommen. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Achtung, Agent. Okay. Outcasts durchstreichen das Gelände. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Na, nein. Agent am Boden. Das war blöd. Die haben scheinbar irgendwo ein LMG oder so stehen, kann das sein? Auch gerade gesucht. Da kann ja auch jemand. Ach, da hinten steht er. Okay. Genau, und der ist es. Martin. Im Kampf gefallen. Ah, da kommt ein Molotow-Cocktail oder sowas geflogen, eine Granate geflogen. Präzise, die auf einmal sind. Handgranate. Ah, von ganz irgendwo da hinten der geworfen. Da war bestimmt Basketballer vorher. Na gut, die werfen aber nicht, glaube ich, von der Entfernung auch nicht. Oh. Doch, da wird sie schon alle gesehen. Da von der eigenen, vom eigenen Korb aus was oben rein. Da hat er irgendwie in der letzten Sekunde dann noch getroffen oder so. Termin platzieren. Weg. Könnte Bums machen. Obwohl, Termit ist, macht keinen Bums, sondern Termit, das schmilzt nur. Oh, noch eine Beimelle. Fertig. Ja, schön.
Kiste Nummer 1 einmal. Ja. Zwei. Ja, da hinten ist die zweite, okay. Dann sind hier die zweite. Dann haben wir die auch kurz eben. So, zweite läuft auch. Von oben kommen noch welche. Scharfschützen mal weggemacht. Suchen Sie dort alles ab nach weiteren Kisten. Alle Spuren dieser Seuche müssen vernichtet werden. Richtig. Es sind nochmal drei. Warnung. Seuche erkannt. Und so noch ein mehr. Ja, die erste, die sehe ich gerade, die mache ich jetzt schon. Gut. Oh, sichere ich dich in der Zeit. Ah, jetzt läuft. Genau, komm nur nicht um die Gegner, ich mache die Kisten. Ja, genau. Nummer 2. Ja, aber nur fast. Und die dritte ist hier vorne. Und läuft. Seuche eliminiert. Gute Arbeit, Agent. Und jetzt drauf da. Nicht noch jemand. Na? Du bist tot, Agent. So, jetzt haben wir noch den Bereich sichern. Oh, da kommt ein Dicker zu dir. Oh ne, schon hier drin. Ja, gegenüber ist ein Dicker. Ja, das sehe ich gerade. Ja, die muss ihm jetzt mal die Rüstung knacken. Ja. Warte mal, bleib mal unten, Kollege, da. Also, der eine ist weg. Der eine. Ja, der kommt aber wirklich zu mir. Jetzt ist er tot. Das letzte, was wir brauchen, ist noch eine Epidemie. Isaac hat übrigens mehrere Lagercontainer in der Nähe entdeckt. Sie scheinen seuchenfrei zu sein. Ich schicke ein Team, das sie untersuchen soll. Etwas Nützliches. So, warte mal.
So, die neuen Dings mal einbauen. Mal wieder mein Charakter ein bisschen aufbauen. Ja, gut. Da noch einen Rucksack dabei. Oh. Ja, noch kann ich ihn nicht gebrauchen. Oder warte mal, habe ich falsch nichts ausgewählt? So, richtig oder was? Doch, kann ich wohl. Perfekt. So, jetzt habe ich schon 35.600 Rüstung. Oh, ich wollte gerade sagen, da hinten. Achso, die sind immer noch die Kisten, die hier am Schmelzen sind. Naja, genau. Die sind irgendwie noch markiert. Na, da hinten sind immer noch die Feinde mit den Dings dran. Mit den JTF-Typen. Das ist gut. Ja. Gut, dann würde ich trotzdem mal hier Feier machen. Wir sind in der nächsten Folge. Nein, wir müssen erstmal den Eingang. Moment, halt! Wir müssen den Einsatzgebiet erstmal verlassen. Sonst sind wir nicht vollständig, weil sonst weiß ich nicht, ob der Einsatz sogar zählen wird. Nicht zählt, wenn ich jetzt hier Schluss mache. Nöpple. Tür auf und raus damit. So. Dann sind wir jetzt, glaube ich, raus. Aus dem Repper raus sind. Ich bin nämlich jetzt auch raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was als nächstes so ansteht. Und ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Irgendwann. So. Ja, bestimmt. Vielleicht Samstag oder so. Ja. Ja, bis dann. Genau.